Hallo, willkommen zurück zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spiele ich mal wieder FC 24, die FC St. Pauli Karriere. Und ja, das nächste Spiel ist ein DFB-Pokal gegen Kiel. Das werden wir auch direkt spielen. Bennett Winter hat optimales Fitness, ist ja wunderbar. So, Neuigkeiten, DFB-Pokal. So, erstmal Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Die Rivale das Spiel. In Kiel. Wenn den Fans was bieten. Wie schätzen Sie Ihren jüngsten... Wie schätzen Sie Ihren jüngsten Sieg im Hinblick auf das Duell gegen Holstein Kiel ein? Sieg ist Sieg. Zuerst haben Sie tolle Leistungen gezeigt. Kann das so weitergehen? Aber ich bin mir sicher. So, mehr Zeit bleibt uns. So, das ist das Team einmal. Anstoß. Weltklasse, 4 Minuten, mal wieder im Regen. Die Spiel. Auf dieses Spiel haben alle gewartet. Es wird spannend. Das große Duell. Jetzt rollt gleich endlich der Ball. Dranbleiben. Liebe Fußballfans, herzlich willkommen hier im Millantor-Stadion. Ich darf Sie zu diesem Spiel heute Abend begrüßen. Die Kiel wird links in die Ecke schießen. Und Nemeth wird am Ende ein Tor schießen noch. Schießt zweimal, wo ich noch einmal drücke. Schmackhaft. Quasi okay, Fried. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Fried! Die Chance zur Führung. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Schauen wir uns das Tor doch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Oh, wenn du halt Chance halt nach Ewigkeit drückst und er nichts macht. Unter Druck auch noch so einen guten Pass gleich. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Ja.
Nice, 1-1. Mit dem ständigen Druck vorher haben sie dieses Tor eingeleitet. Da sehen wir es nochmal. Ja, das ist nicht gut. Quasi okay, Fritz. Das sieht vielversprechend aus. Wo schießt der denn hin? Egal. Oh, ich habe ihn drin gesehen. Schade. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Ja, läuft. Nur mehr Chancen halt reinmachen. Wieso kriege ich eigentlich Smith, wenn ich... Ach, komm. Er steht viel näher dran. Bislang ist das hier ein guter Auftritt, oder? Wie ist deine Einschätzung? Na, er hat den Ausgleich gemacht, es dürfte Auftritt geben. Den wird er auch brauchen. So, die Chance jetzt. Starke Parade. Bekommt sie noch den Nachschuss. Sie hadert ein wenig mit der Chancenverwertung. Die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitert sie und so bleibt es beim Remis. Vielleicht schaffen sie es jetzt bei diesem Angriff für Gefahr zu sorgen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den Angriff haben sie am Ende doch nicht konsequent genug aufgebaut. Schöner Pass. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Oh, das könnte was werden. Tor! Echt nicht.
Wo schießt der denn hin? Ich drück aufs Tor. Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe und dann dieser wuchtige Schuss. Da gibt es am Ende nichts mehr zu halten. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Den Ball holt er gut verteidigt. So, viel Platz für den Konter. Ja, sie versuchen es weiter. Und er hat den Ball. Drücke ich X zum Spaß oder was? Der Torwart geht nach rechts und er schießt nach links. Das ist so ein Witz, das Game. Ich bin wieder an dem Punkt, wo ich einfach FIFA spielen kann, gar keinen Bock mehr auf das Game habe, wirklich. Das ist so lächerlich, wirklich. Wie die das immer schaffen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Immer, ich habe echt in den letzten Spielen, wo ich gespielt habe, immer ein Tor, so ein Duseltor, wo der Ball ins Tor kullert in den letzten paar Minuten bekommen. Und da will mir einer sagen, das Spiel ist nicht gescriptet, das ist super, das Spiel. Ey, nicht mal ihre News kriegen sie richtig hin, ohne Bugs.
So. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sind aktuell auf dem dritten Platz. Nach 11 Spielen. Ein Punkt auf Heidenheim. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Tim Sundmann. Ciao.